see ya. Here come the morning, I say goodbye, but I don't turn around, cause the reason is treason. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt. Endlich nach zwei Spin-Offs spielen wir endlich mal wieder einen richtigen Teil von Gran Turismo. Und zwar spielen wir Gran Turismo 4 und ich möchte nicht lange um den heißen Brei reden, deswegen starten wir auch mal direkt den Gran Turismo-Modus. Das ist sozusagen der Kern von Gran Turismo. Ich freue mich riesig auf das Projekt, auf Gran Turismo 4. Ich habe das schon hier auch schon so lange nicht mehr gespielt. Und hier, das ist unser Hauptmenü sozusagen. Wir können ja mal ganz kurz mal hier alles uns anschauen. Also nur grob hier zeige ich mal hier außen, was man hier alles so machen kann. Hier gibt es die ganzen Händler nach Länder sortiert. Und ja, hier können wir die Meisterschaften fahren und hier ist die Lizenzprüfung. Hier ist unsere Zentrale. Auch hier wieder mal, wie bei allen Gran Turismo-Teilen, die ich jetzt gespielt habe, möchte ich das Spiel auch zu 100% durchspielen. Also auch die 24-Stunden-Rennen fahren, die werde ich auch alles streamen. Und ich möchte auch hier alle Lizenzprüfungen Gold bestehen. Das ist so mein Ziel, das haben wir bis jetzt alles eigentlich geschafft und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das auch schaffen werden hier. Und ja, heute ist der erste Tag. Ich habe hier nichts gemacht. Ich habe nur ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier... Oh, ich sehe gerade... Heiße ich hier Thomas? Eine Doppel-S? Nee, das sah irgendwie komisch aus. Egal. Wir starten mal die erste Meisterschaft. Ich möchte ungern jetzt zuerst eine Lizenz machen. Also eine Lizenz holen. Und ich habe mir auch schon ein bisschen überlegt, was wir für ein Auto nehmen. Und zwar einen Gebrauchtwagen. Die anderen Händler, die werden wir auch im Verlauf des Let's Plays auch irgendwann mal sehen. Ich möchte jetzt nicht alles durchgehen. Wir können aber uns mal hier die Liste uns anschauen. Hier gibt es Gebrauchtwagen aus dem frühen 80er. Und ja, ich habe mir schon überlegt, welches Auto ich hier nehme. Wir können aber hier die Liste durchgehen. Also das für ein Auto kenne ich gar nicht. Oh, sieht vorne ein bisschen aus wie ein Toyota Corolla. Ja, ich glaube alle Autos aus den 80er sehen so entsprechend fast gleich aus, so halt kantig. Ich werde euch ja gleich zeigen, welches Auto wir nehmen. Wir können uns auch mal hier einen Gebrauchswagen von den späten 90er nehmen. Wir haben auch nur 10.000 Credits und ich habe eigentlich die Möglichkeit, auch 100.000 Credits zu nehmen, weil wir Gran Turismo 3 gespielt haben und ich auch entsprechend hier einen Gran Turismo 3 Stand habe. Wir können hier auch noch gucken, Mitsubishi Mirage, auch ein wunderschönes Auto. Naja, finde ich eigentlich ganz cool sogar. Sieht man nicht mehr so häufig heutzutage. Also zumindest hier in Deutschland nicht. Ich weiß nicht, wie es in Asien aussieht. Ja, ich will jetzt auch nicht eigentlich hier die Spannung hochtreiben. Ich sag euch sofort, welches Auto ich mir überlegt habe. Und zwar ist unser allererstes Auto hier ein Honda Civic. Und zwar 1500. Was heißt denn 1500? Wahrscheinlich ist das die Kubikzahl. Ja, das ist unser erstes Auto für 4161 Credits. Warum ich mir auch lange überlegt habe, das werde ich auch gleich zeigen, warum. Aber zunächst... Ja, ist ein gebrauchtes Auto, ne? Deswegen können wir auch, müssen wir hier auch ein bisschen hier das Auto pflegen. Deswegen gibt es hier auch GT Auto. Und wir können unter anderem hier das Auto waschen natürlich. Aber ich mache hier regelmäßig, wenn ich mir ein gebrauchtes Auto kaufe, mache ich hier Ölwechsel, das bringt wirklich was. Ich weiß jetzt nicht, wie viel PS wir haben hier aktuell. Also, da stand zwar drauf 100 PS, aber die 100 PS ist eigentlich nur basierend angegeben, wenn wir hier auch Ölwechsel machen. Also jetzt haben wir erst 100 PS. Wir hatten vorhin, keine Ahnung, vielleicht 80 PS oder so gehabt. Und für 50 Credits 20 PS mehr. Okay, 20 PS ist schon ein bisschen zu viel. Ich würde jetzt mal sagen, 10 PS vielleicht haben wir jetzt aufgeholt. Ja, ist schon praktisch. 50 für 50 Credits. Hier können wir die Felgen auch kaufen und Spoiler. Aber das würde ich jetzt lieber nicht tun, weil wir aktuell wirklich wenig Geld haben. Und wir machen auch schon mal die erste... Meisterschaft hier, und zwar traditionell gemäß ist es immer bei Gran Turismo der Sunday Cup. Und wir können uns mal hier gucken, welche Bedingungen hier haben, Einzelrennen. Die einzige Beschränkung ist hier eigentlich nur, dass wir mit Sportreifen fahren dürfen, maximal. Und 600 Credits ist jetzt auch nicht besonders viel. Ja, warum ich mir diesen Auto jetzt hier ausgesucht habe. Und zwar, wenn wir jetzt gleich ein Rennen starten, sehen wir gleich, wie viele Aspektpunkte wir sammeln können. Und mein Ziel ist es, sehr viele Aspektpunkte auch zu sammeln. Mindestens 50 pro Rennen. Ich möchte jetzt nicht übertreiben. Also jetzt nicht pro Rennen irgendwie 100 Aspektpunkte oder so sammeln. 50 ist, glaube ich, schon moderat. Kann man mitleben. Die Gegner sind nicht so schnell, auch nicht so langsam.
Ja, und ich mache hier die Fahrelfen aus. Die sind auch mega, mega, mega blöd, die Fahrelfen. Vor allem bei Fronttriebler habe ich das gemerkt hier. Dass der Wagen sehr hakelig sich ansteuert. So, hier sind die 74 Aspektpunkte, die wir sammeln können. Also, beziehungsweise das Spiel berechnet halt anhand unseres Autos, wie viele Punkte wir kriegen. Wenn wir zu schnell sind, kriegen wir halt wenig Punkte. Wenn wir zu langsam sind, kriegen wir halt viel Punkte. Ich meine, das waren 200 maximal, die wir sammeln können. Und 70 Punkte ist eigentlich ganz gut. Wir sind nicht zu schnell, wir sind auch nicht zu langsam. Und ich möchte halt immer so, ja, durchschnittlich so die 70 Punkte halt pro Rennen immer machen. Weil wenn ich jetzt für ein Rennen nur einen Aspektpunkt kriege, dann sind wir overpowered ohne Ende. Das möchte ich nicht. Ich möchte ein bisschen ja die Rennen ein bisschen spannender machen. Ja, und das ist jetzt Gran Turismo 4. Grafisch her sehr gut aufpoliert, finde ich. Wenn man das jetzt mit Gran Turismo 3 vergleicht, sieht das Spiel schon realistischer aus auf jeden Fall. Ob es besser aussieht, ist so eine andere Frage. Viele behaupten, oder ja, ich jetzt unter meinen Abonnenten, der King Line, hi erstmal, das ist ein treuer Abonnent und Moderator bei mir, der hat mal erzählt, dass er findet die Grafik von Gran Turismo 3 ein bisschen hübscher, ein bisschen, ja, halt ansprechender als die Grafik von Gran Turismo 4. Weil bei Gran Turismo 3 ist die Grafik ein bisschen comichafter, ein bisschen bunter. Hier ist es halt ein bisschen realistischer, aber dafür auch dunkler alles irgendwie. Ich weiß, was er meint. Ich hoffe, ihr versteht das auch ein bisschen. Ja. Dementsprechend hat er auch ein bisschen recht. Und als er das mir gesagt hat, dachte ich mir so, ja, eigentlich hat er recht. Also ich finde auch irgendwie Gran Turismo 3 sieht ein kleines bisschen hübscher sogar aus. Aber nicht, weil die Grafik irgendwie besser aussieht, sondern weil es bunter ist, ganz einfach. Ja, und Sunny Cap, ganz easy peasy. Ist jetzt nicht viel hier, was wir machen sollen. Eine Runde Mini, das ist Auto Ring Mini übrigens. Feiert wieder ein Comeback. Ich meine, das letzte Spiel, das Auto Ring Mini hatte, war Gran Turismo 1 sogar gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Oder nee, gar nicht. Gran Turismo 2 natürlich. Gran Turismo 3 hatte Auto Ring irgendwie nicht. Aber es ab Gran Turismo Concept, aber bei Gran Turismo Concept gab es ja auch noch keine kurze Variante von Auto Ring. Nur die lange Variante. Das war irgendwie bei Gran Turismo 3 auch irgendwie allgemein so. Es gab da zum Beispiel von Grand Rally keine kurze Variante und von Special Stage 5, oh, meine Aussprache ist miserabel, gab es nicht die Clubsport-Variante. Ja, Driving Park. Die Strecke kennen wir ja. Von Gran Turismo 4 Prolog. Ja, das war mein letztes Projekt gewesen, sozusagen. Ach ja, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht pro Rennen zum Glück hier die Fahrhilfen einzustellen. Oh mein Gott. Das können wir jetzt sofort wegbiegen. Und da habt ihr übrigens auch oben rechts gesehen, wir haben 100 PS. Und die 100 PS kriegen wir auch nur, wenn wir hier entsprechend diesen Ölwechsel machen, ja. Und was ihr wahrscheinlich auch schon bemerkt habt, ich habe hier die Musik ausgemacht. Zum einen höre ich eigentlich ungern, während ich fahre, Musik. Vor allem bei so realistischen Spielen wie Gran Turismo oder, sagen wir mal, Assetto Corsa und so. Aber wenn es jetzt so actionreicher ist wie Burnout 3, was ich nebenbei auch streame, hier in meinem Kanal. Bei Burnout ist das halt so, da ist die Musik wirklich wichtig für ein Spielerlebnis, weil, ja, ziemlich actionreich, unrealistisch, aber macht auch mega Laune. Und dementsprechend könnt ihr euch gefasst machen, dass wir hier entsprechend, ja, naja, nicht langweilige Rennen. Ich hoffe, das Rennen ist jetzt hier auch einigermaßen spannend. Ja, würde eigentlich passen sogar. Aber es kommen wahrscheinlich Phasen im Spiel, wo es ein bisschen relativ langweilig wird. Und die Phasen, gute Überleitung, und zwar werde ich gefühlt die ersten 50 Parts, meine ich, als Let's Play-Format rausbringen. Und sobald wir halt die längeren fahren, also so ab Extremliga, da dauert ja ein Rennen dann mindestens 30 Minuten. Ja, dann werden wir entsprechend auch streamen wieder. So wie in Gran Turismo 3. Und das haben wir auch in Gran Turismo 3 gemacht. Das hat auch eigentlich so alles prima funktioniert. Und so möchte ich es auch, glaube ich, in Gran Turismo 4 machen dann. Auch das Rennen ist hier eigentlich relativ einfach, aber Sunday Cup ist immer sehr einfach. Wow. Wir können ja vielleicht noch in diesem Part noch eine weitere Meisterschaft
Meisterschaft fahren, aber ich habe aktuell keine Ahnung, was wir noch fahren können danach. Weil ich habe eigentlich nur für diese Meisterschaft was geplant. Dass wir da halt mit diesem Auto hier fahren, mit dem Honda Civic. Wir können ja mal vielleicht die Kameraperspektive auch ändern. Ich habe gerade eben vorhin gut gegessen. Und ich merke gerade, dass ich hier ein bisschen außer Puste bin auf einmal, weil ich halt... Keine Ahnung, weil ich einen vollen Magen habe oder so ähnlich. Ja, ich finde die Kameraperspektive auch eigentlich ganz praktisch. Aber ich fahre eigentlich... Eigentlich fahre ich immer so. Ab gerade so 5 zumindest. Aber wir fahren mal hier in diesem Let's Play in dieser Kameraperspektive, weil ich... Weil wir so die besser die Grafik uns auch gut beachten können. Wir können auch uns mal auch vielleicht noch ein bisschen die Wiederholung anschauen. Vielleicht nur eine Runde hier angucken. Ah, unten links wird auch die Musik angezeigt, obwohl wir keine Musik hier anhaben gerade. Ja, sieht ein bisschen aus wie Gran Turismo 4 Prolog und so groß ist der Grafiksprung jetzt nicht von Gran Turismo 4 Prolog auf Gran Turismo 4. So, als Fun Fact, Gran Turismo 4 Prolog kam ja in Japan Ende 2003 raus und Gran Turismo 4, also die Version hier, die wir jetzt gerade zocken, die kam in Japan Ende 2004 raus. Also ein Jahr Differenz dazwischen. Ja, an sich wirklich ein schönes Spiel, läuft auch verdammt flüssig, aber das einzige Problem ist hier halt, ne, maximal mit 6 Autos auf einer Strecke bin ich nicht so ein Fan von. Deswegen zocke ich verdammt gerne eigentlich Gran Turismo 5 und 6 und vor allem Sport auch. Bei Sport kann man ja, glaube ich, bis zu 24 Fahrzeuge auf einer Strecke fahren. Das ist schon eigentlich sehr, sehr nice. Oh, Highspeed-Ring, ja, cool. Die Strecke sehen wir jetzt auch wieder mal. Die hat ja in Gran Turismo 3 gefehlt. Aber in 1 und 2 war sie dabei. Und ja, der Grund, warum anscheinend die Strecke gefehlt hat, die Strecke sieht ein bisschen anders aus hier. Und, oh, stehender Start. Auch geil. Sehen wir auch mal einen stehender Start hier. Ich habe eigentlich gedacht, wir fahren die ganze Zeit, also wir fahren immer mit fliegender Start, aber... Ja, auch mal schön zu sehen, dass wir auch einen stehenden Start machen. Ich mag eigentlich stehende Starts mehr als solche fliegende Starts. Highspeed Ring wurde ein bisschen generell überholt. Die Strecke sieht schon anders aus. Vom Layout her gleich geblieben, wie in Gran Turismo 1 und 2. Aber, ja, die Umgebung ist halt dramatisch geändert worden. Wer vielleicht mein letztes Gran Turismo 4 Prolog Video auch gesehen hat, und zwar war die Strecke auch geheim und Code versteckt in Gran Turismo 4 Prolog, aber total unfertig gewesen. Das Layout stand eigentlich so fest, aber hey, die Umgebung hat komplett gefehlt. Wenn ihr euch das Video anschauen möchtet, kann ich euch wärmstens empfehlen. Findet ihr in der Playlist von Gran Turismo 4 Prolog auf meinem Kanal, ein bisschen Schleichwerbung für meinen Kanal machen. Aber darf ich ja ruhig machen, ich meine, das ist ja mein Kanal. Ich kann ja Schleichwerbung für King Lion machen. Vielleicht kann ich das auch in der Videobeschreibung dann packen. Ein treuer Abonnent von mir war auch in einem Let's Play oder in einem Stream dabei. Werde ich mal vielleicht in der Videobeschreibung packen, falls ich das nicht vergesse. Ansonsten kann mich ja der Lion dann nochmal anschreiben und sagen, ey, du hast mich vergessen, deine Videobeschreibung zu verlinken. Werde ich machen, keine Sorge. Und wir kriegen hier übrigens 80 Punkte, das ist gut. Also Traumvorstellung wäre, dass wir vielleicht ein Rennen mit 200 Punkte auch gewinnen, aber also mit 200 Aspektpunkte gewinnen. Das wird aber, glaube ich, nicht passieren. Also so gut bin ich jetzt auch nicht in Gran Turismo 4. Ich habe da ein paar Videos mir angeschaut. Es gibt da sogar irgendwelche Guides, wie man am besten 200 Punkte pro Rennen sammeln kann. Muss man viel mit Nitro und so arbeiten. Ah, übrigens, auch ganz neu, habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn wir auch bestimmt irgendwann dazu kommen. Hier gibt es auch neuerdings jetzt Nitro. Können wir hier eine Nitro-Flasche hier halt entsprechend installieren und ja, halt einmal benutzen. Und wirklich nur einmal auch benutzen. Es ist nicht so wie bei Nitro Speed, dass sich Nitro automatisch wieder auflädt. Aber ja, ist halt realistisch natürlich, dass wir das nicht machen können. Yo, sorry dafür. Hi, Blali. Ja, okay. Man muss auch dazu sagen, der Wagen ist recht leise. Dementsprechend hört sich das irgendwie... wirkt das jetzt ein bisschen hier so... Na, aber glaubt mir, es wird besser. Es wird auf jeden Fall besser.
Ihr könnt auch gerne in der Videobeschreibung, ihr könnt gerne auch in den Kommentaren schreiben, welche Perspektive ich nehmen soll. Ich finde eigentlich die Perspektive am besten. Ich würde eigentlich privat so fahren wahrscheinlich sogar. Aber ich finde die eigentlich zum Zuschauen besser. Also ist so meine Meinung so. Ihr könnt aber gerne halt eure Meinung auch schreiben. Unten in den Kommentaren. Mache ich eigentlich ungern. Ich mache das nicht so häufig, dass ich das sage, aber boah. Ich mache das trotzdem jetzt. Oh, man kann hier auch eigentlich die Boxengasse hier benutzen, ne? Aber die fängt schon ganz, ganz hinten an eigentlich. Oh, mein Handy hat kurz gebimmelt. Nicht schön. Ah, ich habe auch gar nicht erzählt, was eigentlich die Aspect-Punkte bringen. Das hätte ich eigentlich ja direkt am Anfang erzählen sollen. Ja, die Aspect-Punkte, also... Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt nicht zu 100%ig sicher. Ich hätte eigentlich mich da informieren sollen, aber ich meine, die Aspect-Punkte sind dafür da. Je mehr Aspect-Punkte man hat, desto schneller ist dann der Teamkollege, beziehungsweise der Computer. Auch hier zum ersten Mal hinzugefügt, gibt es ja die Möglichkeit, Ausdauerrennen den Fahrrad zu wechseln. Also einmal kann man ja selbst fahren und einmal kann auch ein Computer fahren. Also wenn du einen Boxenstopp machst, hast du entsprechend die Möglichkeit, dann halt einen Fahrerwechsel zu machen. Das ist eigentlich ganz cool und wie gesagt, je mehr Punkte man hat, desto schneller ist der Teamkollege. Das glaube ich. Ist das so? Ja, das sollte eigentlich so sein. Was bringt denn sonst Aspect-Punkte? Eigentlich nichts, ne? Oder kriegt man irgendwelche Autos noch geschenkt ab 1000 Punkte oder so? Ne, das glaube ich nicht. Ja, das ist hier Special Stage 5. Sieht auch optisch recht anders aus, wie eigentlich fast jede Strecke hier. Also, ja, Highspeed-Ring ist ja komplett general überholt. Aber Special Stage 5 sieht auch relativ moderner aus jetzt auf jeden Fall. Okay, aber ich merke gerade, hier sind die KIs ein kleines bisschen schneller. Aber wir schaffen das schon. Ich versuche auch, wenn es geht, sauber zu fahren, aber ich habe immer so scherzhaft gesagt, Gran Turismo 3 ist eigentlich für real Autoscooter-Simulator. Weil auch die KIs haben die ganze Zeit Autoscooter mit uns gespielt. Hier versuche ich wirklich ein bisschen sauberer, fairer zu fahren. Aber auch hier, das sollten wir so an sich schaffen, hoffentlich. Und auch wenn wir hier alle Rennen gewonnen haben, gewinnen wir ein Auto. Das ist ja auch eigentlich nichts Neues. Okay, 1,3 Sekunden sind wir denn erst platziert. Das passt soweit. Das sollte eigentlich hinhauen. Ich schalte übrigens manuell auf. Ist, glaube ich, ein bisschen schneller auch allgemein. Und komplett ohne Fahrhilfen ist auch deutlich schneller. Das war eigentlich immer so gewesen, Gran Turismo. Bis auf ABS alles auszuschalten, dann ist man immer noch schneller unterwegs. Das ist auch, glaube ich, bei Gran Turismo Sport so. Obwohl die Fahrphysik von Sport ein kleines bisschen anders ist, aber ja, lass uns lieber nicht weiter über Gran Turismo Sport reden, weil ich streame ja nebenbei auch ein bisschen Gran Turismo Sport, aber wir spielen gerade Gran Turismo 4 und das wird auch richtig knapp gerade, sehe ich. Aber ja, ich blockiere jetzt nur ganz einfach die Linie. Ein weiteres Problem bei Gran Turismo 4 ist halt die KIs. Die sind halt nicht aggressiv. Die versuchen nicht zu überholen. Die versuchen auch nicht irgendwie seine Position zu verteidigen. Bin auch eigentlich nicht so ein Fan von. Man spielt eigentlich mehr Gran Turismo hier allgemein wegen der Fahrphysik und nicht wegen dem Rennen allgemein so. Also von der. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also gegen die KIs. Die KIs, die sind so langsam eigentlich. Man fährt eigentlich die ganze Zeit solo fast schon. Also das habe ich so als Kind auf jeden Fall mal gemacht. Ich versuche das hier im Let's Play ein bisschen spannender darzustellen. So, und dann kommt das letzte Rennen. Das ist String Ring Motegi. Genau, ich glaube, wir fahren aber wahrscheinlich hier die Oval-Variante. Würde eigentlich Sinn... Ne, wir fahren hier doch die westliche Strecke. Okay. Stimmt.
wird ja noch eine kurze Version von Twin Ring Motegi. Auch eine komplett neue Strecke. Gab es so in Gran Turismo, noch nicht. Außer geheimen Grundversteck bei Gran Turismo Concept und Gran Turismo 4 Prolog. Ja, wie gesagt, hab dazu auch Videos gemacht. Zu Gran Turismo 3, Gran Turismo Concept und Gran Turismo 4 Prolog. Da sahen die Strecken jeweils sehr, sehr unfertig aus. Und oh Wunder, die Strecke ist hier fertig, jetzt endlich. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viele Punkte wir hier kriegen, aber wir sollten eigentlich auch so 70 wieder oder 80 so kriegen. Oh, oh. So, jetzt mache ich einen Mega-Dive-Bomb. Ja, passt schon. Ich habe alles mal gedacht, ja, doch ein bisschen enger, aber in Kurven sind die KIs so langsam wieder mal. Aber wieder trotzdem ein knappes Rennen. Und stellt euch mal vor, wir würden jetzt mit dem Auto fahren und wir kriegen hier 200 Aspektpunkte. Wir werden die Rennen nie gewinnen, das kann ich euch schon so sagen. Also ich... Vielleicht, wenn man da irgendwie eine perfekte Setup-Einstellung auch findet oder so. Und wie gesagt, mit Nitro auch arbeitet, dann geht das vielleicht, aber... So herausfordernd möchte ich das jetzt nicht darstellen, alles. Ich glaube, das ist so auch ganz in Ordnung. Gut. Ach ja, vielleicht noch ein paar andere Funfacts über Gran Turismo. Ja, das Spiel hat, meine ich, jetzt über 700 Autos auch. Man muss aber auch dazu leider sagen, viele Autos sind Duplikate. Also heißt, es gibt von einem MX-5 irgendwie 20 Varianten, die fast identisch aussehen. Oder Skylines ist ein... Ich glaube, Skylines ist noch schlimmer hier. Aber viele, viele neue Autos dazu, auch unter anderem das Auto, was wir hier fahren, ist auch ganz neu dazu gekommen. Ich glaube, die Mehrzahl sind immer noch hier japanische Fahrzeuge, aber klar, die Maker kommen aus Japan auch. Dementsprechend haben die auch, glaube ich, vielleicht eine bessere Möglichkeit, an die Autos zuerst zu kommen. Wenn die da halt die Hersteller fragen, ob die Autos scannen dürfen oder... Keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Ich glaube, die machen ja zumindest Fotos, aber die müssen, glaube ich, die Autos irgendwie auch scannen oder so. Ui. Und ja, wir haben die Meisterschaft jetzt hinter uns. Okay, Sunday Cup ist jetzt auch nichts Besonderes. Das ist ziemlich eine eintönige Meisterschaft, aber wir haben es geschafft. Yay. Wir kriegen ein Auto. Ich weiß auch gar nicht mehr, welches Auto wir hier kriegen. Deswegen hoffe ich mal, dass wir ein gutes Auto kriegen. Damit wir vielleicht eine andere Meisterschaft fahren können. Weil mit dem Auto, den wir jetzt gerade fahren, haben wir eigentlich keine Möglichkeit, noch eine weitere Meisterschaft zu fahren. Aber ich habe einen Plan B auf jeden Fall. Wir können ja mal hier weitermachen. 600 Credits wieder mal. Na, wow, wir haben einen Verlust eigentlich sogar gemacht nach dieser Meisterschaft. Wir hatten 10.000 gehabt, jetzt haben wir... 8.600, Aber wir kriegen ein Auto, und? Ich weiß es nicht mehr, ich habe das schon so lange nicht mehr Gran Turismo gezockt. Ein Auto Biatchi, ah, doch, ja, den Wagen kenne ich. Nichts Besonderes eigentlich, aber wir können den Wagen sogar für eine Meisterschaft nutzen. Und das ist hier, ich glaube, wir können diese Meisterschaft fahren, ne? Ja, es gibt keine Beschränkung, welche Länder hier. Aber ich will jetzt mal einfach spontan sagen... im nächsten Part werden wir aber die erste Lizenz uns holen. Und deswegen, ja, wir können ja mal gucken, wie weit wir vorangekommen sind. 0,8%, yay! Naja, wir können auch unsere Garage mal einmal kurz anschauen. Ja, okay, der Wagen hat jetzt nur 71 PS, aber ist, glaube ich, wirklich optimal für die Meisterschaft geeignet. 1979, kommt, glaube ich, aus Italien oder so. Naja, aber das war's auch schon. Im nächsten Part holen wir uns dann die nationale B-Lizenz, glaube ich, kommt als nächstes. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Ne? Bis dann, ciao, ciao.